Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion. Jetzt im dritten Versuch klappt's auch. Bei uns ist Chaos und Thompson. Hallo. Ich musste mir eben schon Gelächter anhören hier. Und wir haben hier die Freibeuter. Warte mal, was hab ich denn, wieso habe ich denn hier vor den angegriffen haben, also besser gesagt Piraten. Vor den gerichteten Düsen eine Panzerung davor gebaut. Was ist denn das für eine blödsinnige Idee gewesen? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du? Weiß nicht. Pack deinen Ingenieur. So, warte, wo sind die Sachen nochmal verteilt? Macht das die so viel mehr da drüben, Sinn. Oder? So, meine Herren. Ja. Ah, so. Da hinten schwebt irgendwas. Ja, da wo wir am Anfang gekämpft haben. Ja. Wo habt ihr gekämpft? Flick. In dem Sektor, da haben Piraten angegriffen. Und du musst dann, glaube ich, abwagen. Das kannst du ja besser, da kriegst du mehr raus. Ach, hier kann ich was aufsammeln. Dann musst du auch schauen, ob du was Schönes bekommen hast. Ah, noch so ein Turret. Zum Abwracken. Geschützkontrollsystem, MGK1. Was, dann kann ich dir eins davon vermachen. Wie viele von diesen Kontrollsystemen kriege ich noch? Ja, kann ich mir eins davon nehmen? Ja. Ah, das hier kann ich nicht aufnehmen, weil das illegal Goods sind. Okay. Ah ja. Man kann das zwar überschreiben, dass man das aufnehmen kann, aber das will ich nicht. So. Ich kann ja mal schauen. Ich nehme an, das Rechte ist deiner. Wo bist du noch? Liegt da noch etwas? Na, nur was Illegales. Na, weil irgendwo, da waren ja drei. Ja. Ist da, wo du jetzt bist? Wrack oder? Hast du nicht gesagt, es. Ah, hier. Darf ich mir das Unarmed Turret Slotting nehmen? Ja, warte. Ist da, wo du jetzt warst, noch ein Teil? Nein, nur was. Ich hab da nur was Illegales, den Rest habe ich aufgenommen. Und ist da nichts für mich reserviert? Nein. Oder hast du einen komplett? So, guck mal, ob wir Personal kriegen. So, du kriegst jetzt dafür. Ey, warte, das ist ein grünes System. Ich hab dir ein paar Waffen reingelegt. Kannst dir was aussuchen? Ich sehe nichts. Im Inventar, also. Hab ich nicht zwei Mechaniker eingestellt? Was hab ich denn jetzt eingestellt? Hab ich nicht. Diese Meldung hier mal. Ich hab da irgendwas eingestellt. Ich hab dir quasi alle Waffen gegeben, die ich nicht brauche. Ich weiß nicht, welches das jetzt ist. Bildbooster. Den Doppelmaschine geschützt haben oder welchen? Ja, zum Beispiel. Davon? Was ist das für ein Geballer hier alles? Ballert denn hier auf wen? Und warum? Warum ballert die aufeinander? Macht das Sinn? Oh, da fliegen Teile. Hast du noch einen Bergbaulaser eigentlich? Ob ich davon auch leben kann? Nein, Bergbaulaser habe ich keinen mehr. Tut mir leid. Okay. Aber ich habe jetzt zwei so Savage Laser. Irgendwas konnte ich aufnehmen. Okay, gut. So, jetzt muss ich aber erstmal selber gucken. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Frachtraum haben eigentlich. Wo sehe ich das nochmal? Unter I oder unter P? P, ne? Frachtraum. Jetzt habe ich über 500 Frachtraum. Das ist schon mal gut. So. Gut steuerbar ist das Ding auch. Geht jedenfalls einigermaßen. Im Boost kriegt es auch ordentlich Schub. Aber Bremsen ist ein bisschen schwierig. So. Nehmen wir noch vielleicht mal ein bisschen Material. War das, wie war das mit, dem, mit den Waffengruppieren? Wo ging das? Ach, hier. Steuerung C, Steuerung V. Oder was? Weil ich mein Schiff noch reparieren muss nach einem Alien-Angriff. So. So. Apropos, ich müsste auch noch mal ganz kurz gucken, ob ich schon ein bisschen was reparieren muss, weil ich, wenn du zu wenig Leute auf deinem Schiff hast, die die Wartung übernehmen, dann nimmt dein Schiff nämlich auch nach und nach. Das, die Meldung habe ich nämlich schon gekriegt.
Okay. Thomas, gibt es hier in dem Sektor einen Dock, wo man Crew kaufen kann? Zu. Ja. Wo man was kaufen kann? Ich am Habitat wahrscheinlich. Habitat. Was willst du kaufen? Habitat. Crew. Ja, das kannst du fast überall. Also das kannst du an fast jeder Stelle. Brauchst du mehr Kanoniere jetzt? Ja. Ich baue doch wieder Eisen ab. Mhm. So, apropos. Können wir mal ganz kurz gucken. Ich kann ja jetzt noch keinen extra Slot für irgendwas, habe ich ja noch nicht, ne? Aber... Also wir sollten in der Clan, im Clan-Ding sollten, glaube ich, eh noch Upgrades sein. Ich habe noch keinen Upgrade-Slot mehr. Wisst ihr, ob ich da einfach mein Schiff größer bauen muss, dass ich... Ja, ich weiß noch nicht. Slots krieg? Weiß ich leider nicht. Wenn jetzt irgendwer was zum Abwracken hat, ich habe Abwrackleser. Ja, schön. Ich habe eine Abwrackprämie, was? Ach, hier gibt's keine. Hier gibt's für die Crew keine. Ich kann hier keine Crew kaufen für die Laser. Keine Bergbauer, Pioniere. Okay. Aber du kannst ja mal normale Crew nehmen und die kann man dann auch dafür einsetzen. Na, aber nicht für die Turrets. Ich glaube schon, die Standard-Crew kann dann auf jeden Posten eingesetzt werden. Okay. Oder? Weiß ich nicht. Weil ich da gibt es ja diesen Knopf, automatisch beste Crew-Kombination wählen oder so. Machen wir mal. Gott. Naja, muss ich eigentlich mein Schiff reparieren? Man kann sein Schiff lila lackieren. Ah ja, das geht. Auto-Assign. Weil eben die Standard-Crew-Member können dann in jeden... Nur die Dings geben einen Bonus, wahrscheinlich. Ja. Wer gibt einen Bonus? Wenn man spezielle Crew-Mitglieder nimmt, gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen Boost oder so. Okay. So. Du hast also... Ja, die arbeiten wahrscheinlich besser. Möglichst weit draußen bauen die... Ja. Und halt eine große Fläche. Oh Gott, will ich das auf Dauer angucken? Aber rot und blau sieht auch scheiße aus. Rot und grün, sieht das aus? Ah, das geht. Das kann man sich... Naja. Also irgendwie sieht's komisch aus, was ich hier gebaut habe. Ja, manchmal sammle ich schon zufällige Erze, glaube ich, auf. Wenn man so einen Asteroid zerstört. Wieder so ein Riesenteil. Oh, ich hab mein. Du tun hast, kannst du dir ein bisschen abbauen helfen. Ich hab mein Schiff ein bisschen farblich gestaltet. Ich bin jetzt gerade mal dabei. Aber ich weiß noch nicht, wo sieht man denn die Erweiterungsslots? Auf P und dann Systeme. Ah, Systeme, okay. Was hab ich denn hier? Das geht vielleicht nach Fläche. Oder wenn ich mein Schiff größer baue, soll dann mehr Slots. Oh, ich hab jetzt. Oh, insgesamt hörst du das? Ja, okay. Das rotiert schon viel schneller. So, was hab ich denn hier? Rechtsklick für mehr Optionen anzeigen. Nach oben und unten. Installieren, fest installieren. Wenn du es fest installierst, bringt's mehr, aber du kannst es halt nicht mehr rausgeben. Allgemeine Geschützturmkontrolle fügt Slots für bewaffnete und unbewaffnete Geschütztürme hinzu. Plus so. Ein Slot. Also kann ich jetzt einen Geschützturm mehr anbauen, ja? Jetzt also muss ich dich nur noch finden. Upgrades für Bewaffnete oder eben Unbewaffnete. Also. Kann hier rausscrollen, hast du gesagt? Ja. Dann kann ich das diese Übersicht. Ja, aber jetzt finde ich die Selection nicht. Noch weiter rausscrollen. Ah, da. Ah ja, okay, gut. Na, das sieht auch schon schön aus hier. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da vorne das dran zu machen oder so. Wahrscheinlich ramme ich sie mir dann bei der nächsten Gelegenheit ab. Ich kenne mich hier. Hast du das so gemeint? Siehst du mein Schiff? Warte. Ja. Also meine Rüber sind aber auf jeden Fall ganz gut. Und eben für die Bremsdüsen zählt halt auch eine möglichst große Fläche. Aber das heißt eh. Kannst dann auch nach oben und unten da welche draufsetzen. Naja.
Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz im... Nee. Das ist aber ein riesiger Eisenbrocken. Ja. Ist einer, war das vorher auch. Das ist ein ähnlicher. Ob es was bringt, wenn ich meine Abwrack-Turrets mit anmache? Bisschen was. Dann bewegt er sich halt. Na, bei den Abwrack nicht. Also bewegt sich so ein Asteroid, wenn du gegenschießt, oder wie? Also mit Projektilen? Ja. Okay. Naja, das ist ja auch... Und manche glitschen einfach nur so durch die Gegend. Und da drüben? Also nein, warte, das war nur die Auswahl. Ich habe gedacht, da ist noch einer. Achtung, du bist schon recht nah mit deiner Seite, glaube ich. Ja. Wie sieht's denn kohletechnisch bei euch aus, so auch mit anderen Sachen? Ich wollte eigentlich Missionen machen, aber... Bei mir schaut es gerade nicht so gut aus, weil ich halt gerade mein Schiff repariert habe und ein bisschen geupgradet. Aber ja. Ich müsste dann zu einem Repair-Dock gehen, um mir einen Repair-Token zu holen. Das wird mir empfohlen. Wie viel kostet der? Bestimmt irgendwie nicht so billig sein, ne? Also die nächsten 20.000 los. Aber wir bauen hier gerade sehr viel Eisen. Ich bin bei knapp 20. Ich bin bei 5.000. Krankkasse sind 40, 32.000 Eisen, 1.900 Titan. Ja, ich habe mein Schiff jetzt erstmal modernisiert. Also was heißt modernisiert, aber ich habe so viel vergrößert gemacht. So, dann gucken wir nochmal auf der Karte. Ich kann hier von nirgendwo hinspringen. Wir bitten alle Einwohner darum, das Wäschetrocknen nur in den dafür vorgesehenen Räumen vorzunehmen. Wo bist du gerade? Ich will dich nicht abschießen. Ich bin da... Ich hab da gerade diesen einen abstehenden Teil noch mitgenommen. Wir bitten alle Bewohner, wo hast du denn das jetzt gerade gelesen? Das hat er auf der Station da gesagt. Ach so. Ja. Die machen schon ziemlich lustige Meldungen zwischendurch. Okay. Wir haben ja damals... wie wir das Spiel besorgt haben quasi, ein Entwickler ja zugeschaut bei irgendeinem Twitch-Streamer. Bei Hirnsturz damals, ja. Ah, Hirnsturz war das. Mhm. Jetzt haben wir es bald. Ich flieg mal zum Handelsschuss nie. Irgendwas ist mit meiner Energie aber noch nicht hier ganz gibt's recht. Gibt es noch was in der Nähe? Ja, da oben gibt es noch Eisen, da unten gibt es noch Eisen. Ich muss, glaube ich, noch mehr Bremsdüsen. Du? Ich brauche noch mehr Bremsdüsen, ne? Okay. Alter, wieso sind die so arschweit weg von mir? Bringt es was, Boosterdüsen in die andere Richtung zu geben? Ich glaube, das geht eben nicht. Geht nicht. Die Triebwerke gehen nur nach hinten. Die Triebwerke haben automatische Ausrichtung, glaube ich. Ich habe schon probiert zu drehen, aber es springt immer wieder zurück. Oh, mit Normalantrieb bin ich auch mit 300 Meter pro Sekunde gar nicht mehr so langsam, ne? Immerhin mach 1. Knapp 400 Meter pro Sekunde. 36.000 Eisen haben wir. Dann kannst du mal ein schönes mal großes... verkaufen. Ja, oder ein schönes großes Schiff. Aber ich würde noch einiges aufheben, falls wir wieder was mit unserem Schiff anstellen. Ich bin auch nicht ganz unschuldig, ich hab's auch schon mal zusammen. Ja. Aber es kann halt passieren. Ja, kann immer passieren. Wenn man sich umdreht nach dem Abbauen und das ist dann gerade so ein Asteroid. Ja, wobei, da geht dann eh nicht so viel kaputt. Ja. Also ich kann hier nirgendwo Milch verkaufen. Das ist noch immer deine Milch? Natürlich habe ich die noch. Weiß gar nicht, was. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, was in meinem Frachtraum drin ist. Warte mal, das sehe ich unter I-Fracht, ne? Siehst du noch? Nee. Irgendwelche Ressourcen? Fracht. Ja. Bei mir in der Nähe. Ach, ich habe auch schon. Komm, noch raus damit, scheiß weit weg damit. So. Gut, okay, dann habe ich das jetzt erstmal hinter mich gebracht. Hier, den Milchkauf, das war doof. Okay, das sehe ich ein. Die würden hier, würden sie Bier, Bücher, Kakao, Kaffee, Essen,
Früchte, Leder, Alkohol, Fleisch, Gewürze, Tee, Gemüse, Wasser, Wein und Holz kaufen. Alles außer Milch. Also wo bist du da gerade? Wir sind im Sektor Xanion Enemy Gamma. Okay. Und was sind die Preise, die sie da so anbieten? Warte, ich kann gleich wieder schauen. Okay. Ja, unterschiedlich. Du kannst dir sagen, für was, und ich sag dir dann den Preis. Nehmen wir mal Weizen. Weizen hattest du nicht, ne? Nein. Was hattest denn du da? Bier? Bier? Nee. Bücher? Nee. Kakao? Nee. Kaffee? Essen? Nee. Früchte? Leder? Alkohol? Nee. Fleisch? Ja. Gewürze? Fleisch? Fleisch. 39 das Stück und sie nehmen maximal 100... 85. Wie viel kannst du es einkaufen? 43. Na, das zahlt sich nicht aus. Nee, nicht wirklich. Na, da ist der Lagerstand auch nicht niedrig. Aber Alkohol würden sie für 1700 das Stück kaufen. Ja, aber Alkohol habe ich hier nicht. Ich habe hier Sauerstoff, kann ich hier kaufen. Oder Stahl, ja. Wasser, Neutronenbeschleuniger, Metall. Wasser? Um, 24. Na, das wird sich auch nicht lohnen. Ja, wie viel ist bei dir? 27 im Einkauf. Der Einkauf. Ja, bitte? 27 im Einkauf. Ah. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal weiter auf Erkundungstour hier. Okay, da seid ihr beide drin. Na gut, dann komme ich jetzt mal zu. Da muss ich durchfliegen. Oh Gott, das sind 55 Kilometer, Alter. Meine Fresse. Ist das da oben? Planetarer Handelsposten, da fliege ich mal hin. Vielleicht habe ich da was Schönes. Pass auf, gleich sehe ich, dass er da Milch verkaufen kann, ne? Wahrscheinlich für mehr, als was ich eingekauft habe. Aber ich mache jetzt hier 1500 Meter pro Sekunde mache ich hier mit meinem Boost-Antrieb. Mhm. So, gibt's da eine Reparatur? Ich hab irgendwie gesehen, man kann Blöcke ersetzen. Geht das nochmal? Die Blöcke ersetzen. Weiß ich leider nicht. Dass ich sag, diesen gesetzten Block zum Beispiel durch eine Düse oder so ersetzen. Gibt es in deinem eine Reparatur? Bei mir hier? Ja. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich kann nochmal rausscrollen, kann nochmal gucken. Ich habe hier einen Frachter, einen Kaufmann, Transporter, eine Corvette, ein Tor nach Piraten greifen den Sektor an. Jo. Tempel auf irgendwas, Tor nach Solar und Tor nach Dings. Au, au. Mein Schiff wird angegriffen. Ich brauche Hilfe. Ja, so, mein Schiff wird angegriffen. Ich such dich, ich such dich. Au. Da. Der Penner. Kannst du zu mir fliegen? Schwierig. Ich sehe nämlich nicht, was rund um mich ist. Bin 13 aber den zerschredde ich eh hier. Bin 13 Kilometer entfernt. Oh. Ja, ich greife den über dir an. Einen. Selbstverteidigung erhalten. Auszeichnen. Ah, da ist noch einer. Der hat irgendwie keine Chance. Ja, da kommt jetzt auch noch eine verbündete Korvette oder so. Ich brauch bessere Guns. Hey, du fliegst damit dann Abwracklaser gleich hin. Au. Blei, Edelsteine, Erz. Jetzt haben wir alle. Ich frag sie mal ab. Gold, Carbon, Kupfer, Mineralien, Rohöl, Silizium. Irgendeiner irgendwie Bedarf da dran? Ich brauch grad Bedarf an einer Schiffsreparatur.
Bergbauroboter, Bohrer, Drohnen. Och, die kann man Bohrer verkaufen für 18.000. Ich habe ja teurer gesehen. Treibstoff, Werkzeuge. Ach Gott, ich, das ist mir, da muss man noch, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mit dem Handeln möchte. Frachtraum-Upgrade MK3. Cool. Sehr schön. Thomas, ich glaube, hier sind Sachen für dich. Ja. Oder es sind auch illegale Sachen. Für dich. Wo ja? Muss ich jetzt hin? Die anderen haben eh so ein grünes Spielerzeichen. Reparier dich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, du bist beschädigt. Nach reparieren. Temple of Oaknight. Ah, flieg nicht gegen mich. Was ist Temple of Oaknight? Ich hab versucht, nicht gegen dich zu fliegen. Aber es ist ja nicht so leicht. Fragst du mich gerade ab? Nein. Fragst du mich gerade ab? Was ist mit Temple of Oaknight? Was ist das? Warum ist das lila? Hat das was zu sagen, wenn ein Sektor lila ist, ein Tor? Ich glaube, das ist dann einfach von einer anderen Fraktion. Da ist noch ein Stück, was herumfliegt. Ja, das sind viele kleine Stücke. Ich glaube, wir haben das Spiel noch nicht ganz verstanden. Kann das sein? Ja, gut möglich. Alles klar. Das ist auch gut, aber komplex. Ja, damit wir es beim nächsten Mal vielleicht besser verstehen oder so, werden wir uns jetzt verabschieden. Ich bin auf dem Weg zurück zu den beiden. Nachdem ich hier der Einzige war, der es geschafft hat, bis zu dem Sektor hinzukommen, wo man eventuell, eventuell eine Mission hätte abgeben können, aber naja. Antriebsupgrade. Sehr schön. Muss ja nicht jeder hinkriegen, sowas. Entschuldigung. Gut, also dann, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Chaos und Thompson waren bei uns und ja. Tschüss. Servus. Ja,